Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Heute mal nicht in Planetside. Wir befinden uns heute im Spiel Blood Bowl. Das ist relativ unbekannt, deswegen dachte ich mir, ich bringe euch das Ganze mal ein bisschen näher. Bei Blood Bowl geht es eigentlich darum, es spielt sich wie Football, das heißt, wir müssen den Ball in die gegnerische Endzone bringen. Allerdings ist es in Blood Bowl nur ein Nebenteil, denn ihr seht schon, wir befinden uns in einem Fantasy-Spiel, das heißt, dementsprechend sind auch die Regeln angepasst, das heißt, wir können einfach mal wild den Ball ignorieren und eine Schlägerei auf dem Spielfeld anzetteln. Wir spielen heute in Grün mit einem Chaos-Team gegen Menschen. Ihr habt im Blood Bowl hallo und herzlich willkommen in diesem Menschen großartigen Stadion, Chaos, wo heute dieses faszinierende Match stattfindet. Pure Gewalt, heimtückische Tricks und literweise Blut stehen auf dem Plan. Und ich freue mich sehr darauf, das Spektakel Zwerge, gemeinsam mit unserem Experten Bob Bifford zu kommentieren. Ein Hallo an alle da draußen. Und viele, viele weitere Rassen spielen. Jede Rasse. Ich frage mich, ob dieses Spiel überhaupt stattfinden sollte. Stimmt, zwischen den Teams herrscht mehr als nur ein Klassenunterschied. Vielleicht haben die hier eine Masochistische. Bei mir ist es hier der Minotaurus, im Gegnerteam ein Oger. Mit einem Spieler dieses Kalibers wird auf dem Feld das heutige Match deutlich an Farbe gewinnen. Ja, eine gesunde blutrote Farbe. Und wir beginnen auch schon gleich. Bumm! Mitten ins Gesicht und danach noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das macht Feuer. Und vergesst nicht, Kinder, probiert das gar nicht zu Hause aus. Das sind immerhin ausgebuffte Profis. Tja, zumindest einer von denen. Sicher gefangen! Jetzt heißt es nur noch überleben! Man kann es auch in der Variante, wie es das als Brettspiel gibt, spielen. Das heißt, jeder Spieler zieht nach und nach seinen Zug. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, dem Gegnermann eine Trage bringt. Spieler. Ich genau das passiert, langweilig, wenn ein Amateur auf einen Profi trifft. Oh ja, Flatsch! So viel mehr Action drin ist und man wesentlich schneller. Die beiden hatten wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr, Bob? Ja, Jim, hatte wohl und mit da dem sehen wir auch schon den ersten Schwerverletzten. Er könnte eine Bluttransfusion vertragen. Ach, und wenn sie schon dabei sind, auch ein paar neue Organe. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Ball nach vorne zu spielen. Doch, wenn du blind bist und nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Und das ist der erste Touchdown! Dieser erste Touchdown garantiert, dass es kein langweiliges 0:0 gibt. So, das Spiel ist aus. Wollen wir eintrinken gehen, Bob? Heute nicht, Jim. Ich habe noch ein Rendezvous mit einem Cheerleader so, eines Dunkelelfen-Teams. Bestimmt die wieder Teilchen-Helle aus. Ich möchte euch mal in den Genuss kommen lassen von den beiden wunderbaren Stadion. Moderatoren, die einen während des Spiels begleiten, die finde ich so das komplette Spiel ausmachen. Der Ball ist in der Luft und das Spiel geht los. Oh ja, dieser rechte Haken war eines Orks würdig. Das kann man wohl sagen. Wir brauchen bestimmt lange, bis er sich davon erholt. Ob er nun diese Verletzung überlebt oder nicht, die Versicherungsprämie des Teams wird in die Höhe schnellen. Diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, dass er das so geplant hat, aber viel schlechter als vorher würde nicht aussehen. Er hat ein Händchen für den Ball. Ja, jetzt sucht er nach Unterstützung. Aua! Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Los, los, los! Beruhige dich, Bob. Du machst das andere Team ganz verlegen. Er hat hier nicht schnell genug reagiert. Stimmt. Um eine Chance zu haben, muss man den Gegenschlag landen, bevor man selbst überhaupt getroffen wird. Der Spieler hat den Ball unter Kontrolle. In einem körperbetonten Spiel wie diesem ist dieser Spieler hier genau richtig. Ja, hier geht es ganz schön hässlich zur Sache.
Ich hoffe, Sie haben ein paar Ersatzkörperteile, um ihn zusammenzufliegen. Die brauchen mehr als nur ein paar Körperteile, Bob. Verdammt, das der Schiri arbeitet wohl im Akkord. Dem wird auch gleich eine Man darf sich nicht beim Faulen erwischen lassen. Was für ein Geschick! Ich hab was gerade für ein versucht, Stil! Was für eine Vollkommenheit! Komplett niederzukugeln. Hat leider nicht geklappt. Und weil der Schiri mir dazwischen kam und mein erster Spieler ist somit vom Platz. Welcher Spieler gewann mit den Rackland Reavers in den Jahren 85, 87, 91 und 99 den Blood Bowl? Riff oberhalb nicht aufpassen. Egal. Kinderleicht! Vor allem, weil zwei von denen einen Ball nicht einmal aus der Nähe gesehen haben. Was wir gerade gesehen haben, war der obligatorische Flug über die Verletztenlager. Wir haben bei den Menschen einen schwer verletzten. Sogar der Starspieler ist schwer verletzt und bei mir leider auch einen mit Genickbruch und einen mit Platzverweis. Die Spieler sind an ihren Positionen und los geht's! Jetzt können sie anfangen, nach vorne zu spielen. Wow, also eins kann ich ganz sicher sagen. Das tut weh. Au, der hat ihm das Gehirn zum Matsch geschlagen. Dann glaubst du also, dass der so etwas zwischen den Ohren hatte? Ein perfekter Tritt mitten ins Gesicht. Das schauen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Ich bin mir sicher, dass einige Spieler froh darüber sind, in die Halbzeitpause gehen zu können. Ja, und ich bin mir sicher, dass sie sich auf den Operationstischen sehr wohlfühlen werden. Die Spieler sind bereit. Der Spieler hat den Ball erwischt und jetzt stürzen sich alle auf ihn. Das war eine Abreibung, wie sie im Buche steht. Aua, das hat wehgetan. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. Er ist völlig regungslos und dann, zack, mitten ins Gesicht. Da teilt aber jemand kräftig aus. Oberwald sagte einmal wörtlich, zum Glück sind die Menschen da, um das Niveau des Spiels zu heben. Was hältst du davon? Das hat vor einigen Jahren sicherlich gestimmt, aber mittlerweile da haben wir auch schon den ersten Toten in diesem Spiel. Ist das ein Adler? Ist das ein Sturzjäger? Ist das eine Bombe? Nein, das ist ein Pass! Hey, der Spieler ist ganz schön stark. Glaubst du, dass Trollblut in seinen Adern fließt? Und der zweite Tote. War wohl keine so gute Idee vom Gegenspieler, über seine Familie herzuziehen. Nach diesem Spiel stehen im Leichenschauhaus Überstunden an. Zumindest die Gerichte werden damit nicht behelligt werden. Das fällt alles unter gerechtfertigte Tötung. Tja, wenn es der Gegner nicht getan hätte, hätten sich die Fans um ihn gekümmert. Auf dem Spielfeld kann man sich nicht einfach hinlegen und schlafen. Nach so einem Kinnhaken hat man wohl keine andere Wahl. Da fehlen mir fast schon die Worte. Das war zwar hammerhart, aber absolut legal. Da wird jemand nach dem Match ein paar auf die Finger kriegen. Lieber auf die Finger als mitten ins Gesicht. Wenn er ihn noch härter getroffen hätte, wäre... Und das war Touchdown Nummer 2 für die Chaos All-Stars. Also nach diesem Touchdown dürfte der Gegner jede Hoffnung auf einen Sieg aufgegeben haben. So kurz vor dem Ende des Spiels sollte man auf keinen Fall einen Touchdown zulassen. Und wir werfen einen Blick über die verletzten Tribüne. Bei uns, wie gehabt, einer mit Genickbruch und einer mit einem Platzverweis. Und bei den Menschen, zwei Tote, ein Schwerverletzter und einer noch im Delirium. Und auf geht's!
Er hätte sich die Hände abwischen sollen. Ja, Blut ist in der Tat glitschig. So schnell wird er wohl nicht wieder auf die Beine kommen. Vor dem nächsten Match in der kommenden Woche sollte er aber schon aufwachen. Da teilt aber jemand kräftig aus. Er hat den Ball. Das erinnert mich daran, wie ich Griff im 91er Finale gegen Highland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, dem Gegner man eine Trage bringt. Korruption hat sich so sehr ausgebreitet, dass die Schiedsrichtergilde durch Regeln festgelegt hat, wo man und wie bestochen werden darf. Letzte Saison wurde... Und der nächste Tote bei den Menschen. Aua. Ich glaube, das Team kann man nach dem Spiel komplett neu rekrutieren. Los, los, los! Stein dich noch ein bisschen. Das war wahrscheinlich ein wichtiger Touchdown. Jeder Touchdown ist wichtig, Jim. Aber in den letzten Spielminuten zählen sie doppelt. Das sieht nicht schön aus auf der Menschenbank. Allerdings. Der Ball ist im Spiel. Bräuchten wir langsam mal wieder einen Touchdown. Sicher gefangen, da gibt es nichts zu meckern. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, mein Freund. Würde ihm nicht so das Blut aus der Nase und dem Mund herausströmen, könnte man meinen, dass er gerade eine Pause eingelegt hat. Aua! Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Der Pass ging bis rauf zu den Sternen. Und ist danach sogar angekommen. Und das war's, die letzte Aktion. Und es endet mit einem Touchdown von unserer Seite. Damit 3:2 für die Chaos-Holzers. Wenn es am Ende knapp war, ist das ein weiterer Sieg für ihre Statistik. Von der Statistik für die Getöteten wollen wir erst gar nicht anfangen. Mit diesen herrlichen Bildern verabschieden wir uns von Blood Bowl. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht beim Zuschauen wie mir beim Drehen. Ich kann euch dieses Spiel nur empfehlen. Ihr bekommt es für den Spottpreis von 6,99 € in fast jedem Technikmarkt. Und bis zum nächsten Mal, euer Sticks.